Hallo, ich bin Philipp Haas von Wissensbuch TV und in diesem Video geht es um die drei Dinge, die ich gelernt habe aus dem Buch Antifragilität von Nassim Taleb. Taleb ist berühmt geworden mit dem Buch The Black Swan. Davon habt ihr vielleicht mal was gehört. Das war so ein Buch auch von der Finanzkrise. Um was ging es da? Ja, dass viele Risikomodelle, das ist ja auch eine These wie irgendwie Value at Risk etc., diese viele Probleme einfach nicht richtig prognostizieren, weil sie sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Aber es gibt halt 10.000 von irgendwelchen sehr, sehr unwahrscheinlichen Problemen oder Risiken und irgendeins trifft uns dann halt. Und die ganzen Risikomodelle, die auf die Normalverteilung basieren, das ist einfach modellhaft, in die Wirklichkeit ist nicht immer so. Taleb ist auch selber ein erfolgreicher Investor, viel mit Optionsstrategien, wo er dann so Sachen verkauft, also Puts verkauft. Das heißt, er stirbt immer, solange nichts was kommt. Aber wenn dann ein großes Volatilitätsevent kommt, dann geht seine Performance durch die Decke, was natürlich auch viele Investoren ganz gut zur Absicherung mögen. Es ist ein bisschen auch ein streitbarer Geist. Ich glaube, ein christlicher Libanese ist dann ausgewandert. Und auch so, also man muss sagen, dem Buch fehlt ein bisschen der rote Faden, aber das Thema ist trotzdem auch aus aktuellem Anlass wirklich wieder sehr aktuell. Ja, wir sehen ja jetzt auch wieder in der ganzen Corona-Krise, viele Sachen sind halt doch fragiler, als man denkt. Ja, nur wenn ein paar Leute, doof gesagt, zu Hause bleiben, geht die Welt so ein bisschen halb unter für viele Firmen. Und viele Firmen haben halt auch sehr, sehr niedrige Margen. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, wenn sie nur 10% Umsatz verlieren oder irgendwas in der Supply Chain, haben sie schon ein Riesenproblem. Und er findet eigentlich das Wort Antifragilität, was es per se so gar nicht gibt im Wortschatz oder sowas. Ja, und das wäre auch die erste Sache, die ich daraus gelernt habe, dass man das halt versteht. Nach ihm gibt es zerbrechliche Sachen, robuste und antifragile Dinge. Zerbrechlich bedeutet, wenn es irgendwie Chaos gibt, Unordnung, Risiken, dann gehen die kaputt, ja, wie eine Vase. Dann gibt es robuste Sachen, denen das ein bisschen egal ist und das wäre so das normale Gegenteil, aber eigentlich soll es ja noch Sachen geben, die von Chaos profitieren. Ja, und zum Beispiel die meisten Firmen sind zum Beispiel zerbrechlich, wie wir gesehen haben. Einige sind robust und es gibt aber einige, die antifragil sind, die profitieren, wenn es hoch und runter kommt. Das habe ich auch mal ein Video gemacht, 10 Aktien, die bei jedem Börsenwetter profitieren. Also wenn es viel Volatilität gibt, wird viel gehandelt. Solche Firmen gibt es auch. Ja, es gibt auch das Beispiel, ja, wenn ihr eine Konzernkarriere macht, das ist eigentlich auch zerbrechlich. Es reicht schon, wenn ein neuer Chef reinkommt, der euch nicht mag. Ja, beim Taxifahrer, das ist eigentlich robust. Wenn der einen Kunden hat, der ihn nicht mag, okay, früher gab es ja keine Möglichkeit, eine schlechte Bewertung zu geben. Inzwischen kann sich das ändern, aber der muss nicht so freundlich sein, weil dann kommt halt ein neuer Kunde. Und es gibt aber halt auch Unternehmer, die in diesem Chaos, was ja auch immer Veränderungsprozesse voraussetzt oder bedingt, die da, sag ich mal, das Positive rausziehen, indem sie auf neue Probleme Lösungen anbieten. Ja, und insgesamt antifragile Dinge lieben Unsicherheit, Chaos und Zufälle. Und was ich daraus halt mitgenommen habe, dass man, wenn man in seinem eigenen Leben, in der Firma, dass man sich halt auf Risiken vorbereitet und dass man versucht, möglichst antifragil oder zumindest robust zu sein. Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch verschiedene Kanäle, ich bin nicht nur auf YouTube, ich habe eine E-Mail-Newsletter, ich habe Wikifolios, ich habe meine eigenen Investments in Aktien, Immobilien, verschiedene Strategien. Das heißt, da muss schon viel schief gehen, dass es dann einen erwischt, dadurch, dass halt man sehr, sehr verteilt ist. Ja. Das zweite ist, dass er nennt das naive Eingriffe führen zu mehr Fragilität. Er nimmt zum Beispiel das Beispiel, Kinder sind relativ antifragil, die lernen halt auch aus Chaos. Ist jetzt mal eine These, ob das stimmt oder nicht. Aber sicherlich schlecht, wenn sie überbeschützt werden. Was mir auch so ein bisschen dieses Thema Helikoptereltern, dann entwickeln die Kinder nicht selber das Selbstbewusstsein, ihre Probleme selber zu lösen und werden auch nie so richtig erwachsen. Ja? Und das ist sicherlich nicht gut und dass man halt auch immer dem altersentsprechenden Kindern genug Sachen zutraut. Und sonst wären sie antifragil. Ja? Und wenn dann irgendwas nicht nach ihrem Willen geht, dann ist aus die Maus. Ja? Und auch die Marktwirtschaft funktioniert per se eigentlich relativ robust. Aber es wird immer wieder die staatliche Eingriffe versucht, uns vor irgendwelchen Sachen zu schützen, aber man vergisst dann oft so die konsequenten zweite oder dritte Ordnung. Ja? Also zum Beispiel hierzulande wird ja immer gesagt, so die US-Immobilienkrise ist ein Beispiel für den Versagen des Kapitalismus. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dann weiß man, dass das
ja, es gibt da Auswüchse, aber ein ganz großer Grund, warum das so kam, waren halt auch staatliche Subventionen und Garantien, dass jeder sich ein Haus kaufen sollte. Ja, die Politiker wollten die Amerikaner zu House-Ownern machen, da gab es dann für die Kredite implizite und explizite Garantien und dann haben halt irgendwelche Leute mit den falschen Anreizen an jeden Kredite vergeben und das ist uns irgendwann um die Ohren geflogen, aber da sind wir eigentlich halt auch in den Markt eingegriffen. Ja? Also deswegen muss man auch immer aufpassen, was diese Eingriffe irgendwann machen in ein eigentlich per se funktionierendes System. Und das dritte ist für Eason, ist Antifragilität die Antwort auf den Block Swan. Deswegen habe ich das auch fair erklärt. Wir wissen nicht, welche Probleme wir haben. Wir wissen, es kommt nur irgendwas. Ja, vor 2 Jahren hätte es keiner gesagt mit Corona, was da alles passiert. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auf Antifragilität fokussieren in unserem Leben und in unserer Firma, in unserer Investmentstrategie, dass wir nicht, wenn irgendwas schief geht, komplett, sag ich mal, ohne Hosen dastehen, sondern dass wir uns auf sowas vorbereiten. Ich würde sagen, eine Robustheit reicht, aber deswegen habe ich zum Beispiel auch Aktien drin von solchen, sag ich mal, Volatilitätsgewinnern. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nochmal irgendwie was crasht, aber wenn es crasht, dann sollten diese Aktien profitieren. Ich habe schon eine Position, da kann dann auch noch mehr nachkaufen. Ja, aber das ist mehr ein Thema von meinem Hauptkanal, Philipp Haas Investors TV. Hier ging es, wie gesagt, um das Buch Antifragility von Taleb. Ich habe auch noch 2 andere Bücher von ihm gelesen. Ich finde es gut, also wer es selber mal lesen will, gerade aus dem aktuellen Anlass, ist der Link in der Beschreibung. Aber wie gesagt, es fehlt so ein bisschen der rote Faden und The Black Swan war vielleicht noch ein bisschen besser. Und wie so oft bei so einem Buch, das Grundprinzip ist sehr interessant, aber das hat man halt eigentlich auch, sag ich mal, in 10, 15 Seiten abgehandelt. Da muss man nicht immer ein ganzes Buch drüber schreiben. Da wird es ein bisschen in die Länge gezogen mit vielen, vielen Beispielen. Deswegen habt ihr jetzt über dieses Video auch, glaube ich, schon sehr, sehr viel davon mitgenommen, kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn du mehr über Wissensbücher erfahren willst, natürlich dann dem Kanal beitreten und schau mal, was ich da noch zusammengefasst habe. Werden jetzt wieder mehr Videos kommen, denn zuletzt war es ein bisschen weniger. Ich habe selber ein Buch geschrieben, habe mich darauf fokussiert, aber das ist, wird irgendwann kommen. Aktuell muss ich da weniger machen, deswegen gibt es hier jetzt auch wieder mehr Videos. Ciao!